Breaking News. Der Westen plant offensichtlich einen direkten Angriff auf Moskau. Wenn Sie das interessiert, warum, weshalb und wie, also wie ich das sehe, dann hören Sie mir weiter zu. Woher ich das weiß, ist relativ klar. Ich habe gerade Vermietertagebuch gesehen. Sowohl die deutsche als auch die amerikanische Botschaft empfiehlt Leuten, die in Moskau leben, sich dort nicht auf Menschenversammlungen aufzuhalten. Das hat Vermietertagebuch berichtet. Er zitiert sogar die Zettel, die Papiere. Ich bin ganz geschockt, aber das war zu erwarten. Und zwar haben wir die Politik der Provokation. Und zwar wissen wir ja mittlerweile, dass, glaube ich, 12 irgendwie Bunkeranlagen oder Sachen der Amerikaner in der Ukraine sind. Und darum ging es. Es ging darum. Und jetzt geht es darum, die Russen so lange zu provozieren, bis sie die NATO angreifen. Und dann hat man den Verteidigungsfall geschaffen. Darum geht's. Und zwar berichteten natürlich die Deutschen und die Amerikaner davon, dass irgendwelche feindlichen Gruppen oder sowas Moskau angreifen. Also sie sind es natürlich nicht, sondern irgendwelche, ja, Sie wissen, was ich meine, um dann, weil dann die Amerikaner und die Deutschen nicht angreifen. Und wo hat man diese Eskalationssachen schon alle erlebt? Beispielsweise in Israel. Da wurden dann auch ganz viele Leute totgeschossen, um dann entsprechend mit einem Krieg zu reagieren. Da ließ man die Hamas raus und dann Hunderte von Zivilisten umbringen. Dann haben die Israelis reagiert und hier werden wir es auch haben. Hier werden irgendwelche Gruppen, wer wird es wohl sein, direkt Moskau beschießen mit größeren Bomben, mit vielleicht auch mit Taurus wird es nicht sein. Mit Taurus erreiche ich nichts. Das sind reine bunkerbrechende Fluggeräte, die dann sogar mit der Sprengung der Kertschbrücke ein Problem hätten, weil die da durchfliegen, haben die ja gesagt. Also da werden wahrscheinlich, wenn da Bomben fallen oder irgendwas, und dann wird Moskau komplett reagieren und vermutlich da oben das Manöver, zum Beispiel an der westlichen Grenze Moskaus, komplett alle Panzer ausradieren, weil die sind ja nur mit Übungsmunition ausgestattet. Und von dieser Seite sehe ich, das soll in den nächsten 48 Stunden passieren. Ich bin echt geschockt, aber das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Man piesackt Russland so lange, bis sie reagieren, gegebenenfalls nuklear. Das könnte auch sein, wenn beispielsweise der Kremlbunker angegriffen wird, dann könnte auch das sein. Dann werden sie nuklear, in dem Moment, wenn das passiert, werden sie gesichert nuklear antworten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das geht nämlich gar nicht. Bis jetzt haben nämlich die Russen niemals den Zelensky beschossen, weil die haben gesagt, da gab es ja vor wenigen Tagen, die Behauptung von Zelensky, dass die Russen ihn direkt beschossen hätten. Da haben die Russen gesagt, wenn wir das versucht hätten, hätten wir auch getroffen. Das war deren Aussage. Die haben ja auch schon meines Wissens Dutzende von amerikanischen Söldnern oder Hilfs, die da mit amerikanischem Slang rumlaufen, haben sie ja auch schon mal ausgeräumt in einem angeblich leerstehenden Hotel. Und jetzt ist an diesem Wochenende wird es krachen. Und warum auch das? Weil Russland ja Deutschland gerade ein Ultimatum gestellt hat, wo dann eben Ultimatum gestellt hat, sie mögen bitte bis zum 11. März, also bis zum Montag reagieren. Deutschland reagiert natürlich nicht, wissen wir alles, die reagieren auf keine Warnung, auf keine rote Linie. Und vorher wird halt Moskau angegriffen, so es aussieht, wie für Mietertagebuch. Gucken Sie mal rein, futsch neues Video, das Wochenende wird krachen. Wir werden den dritten Weltkrieg haben und der ist gewünscht. Und warum ist er gewünscht? Weil es dann die AfD nicht mehr, der kein AfD-Verbot mehr braucht. Ganz einfach. Weil dann die Bundestagswahlen ausgesetzt sind. Deswegen wollen auch die Grünen und die Linken
mit Gewalt einen Weltkrieg, um hier die feindliche Übernahme der Linken, ich verweise auf mein Video, damit wir von den Leuten, die wie Ludwig der 14. leben und sich ja wieder 3.000 Euro mehr im Monat gegönnt haben oder sowas, damit fertig machen lassen können. Darum geht's. In diesem Sinne schockierende Nachrichten, aber es ist so und es ist genau so geplant. Und der Dritte Weltkrieg war schon nach dem Ende des Ersten Weltkriegs so geplant. Der Zweite war nur ein Zwischenschritt. Danke fürs Zuhören. Und worum geht's? Um russisches Öl und Gas. Deswegen werden die Leute da totgeschossen, genau wie unten. Die haben, da gibt es auch Öl und Gas, deswegen werden die da totgeschossen. Danke fürs Zuhören bei dieser nicht so schönen Aussicht.